Präsidents des Bezirksfeuerwehrkommando diese Einladung gerne ausgesprochen. Zu diesem Sommerfest haben wir die Feuerwehrkommandanten, die Persönlichkeiten unseres Bezirkes, aber auch die Persönlichkeiten, die Einwohner der Gemeinde Buchenau sind, hierher eingeladen. Ich möchte hiermit einige Persönlichkeiten begrüßen und ich freue mich über Ihre Anwesenheit. Ist es für mich, den neuen Landesfeuerwehrkommandanten zu begrüßen, Herrn Dr. Wolfgang Kronsteiner mit seiner charmanten Gattin Andrea. Herzlich begrüßen möchte ich den neuen Landesfeuerwehrkommandanten, Stellvertreter, Landesbranddirektor, Stellvertreter Robert Meyer und den Landesfeuerwehrinspektor, Landesbranddirektor, Stellvertreter Regierungsrat, Ingenieur Alois Affenzähler. Ehrenlandesbranddirektor Johann Huber, ich freue mich über deine Anwesenheit. Zum Landesfeuerwehrkommandanten von Oberösterreich gewählt wurde. In einem Interview der Oberösterreichischen Nachrichten sagte der Robert Burter zu ihm: Herr Kronsteiner, Sie werden Landeskommandant. Der Wolfgang kurz und bündig drauf: Grundstück bei einem Kandidaten. Wolfgang wurde mit 100% der anwesenden Wahlberechtigten gewählt. Alle haben sich entschieden und haben ihm das große Vertrauen ausgesprochen. Die Entscheidung, zu dieser großen Herausforderung sich zur Verfügung zu stellen, ist dir sicher nicht leicht gefallen. Aber du wusstest, dass deine Frau, deine Andrea, hinter dir steht und dich immer unterstützt. Liebe Frau Dr. Andrea Kronsteiner, ich möchte dir für deine Unterstützung, für dein Dahinterstehen, für diese Funktion oder hinter dieser Funktion herzlich bedanken. Große Verantwortung für unser Feuerwehrwesen in Oberösterreich, vor allem in vielen Bereichen des Landesfeuerwehrkommando, wie Landesfeuerwehrschule, Katastrophenschutz und vieles mehr. Du bist nicht einer, der mit dem Kopf durch die Wand zu laufen versucht, sondern der versucht, mit den Augen die Tür zu finden. Diese Verantwortung tragen wird sicher nicht leicht. Und wir möchten dir diese Verantwortung versüßen. Und hoffe, dass der Erste mit dieser süßen Versuchung kommt. Wolfgang, ich wünsche dir im Namen aller 64 Feuerwehren, aller Kommandanten des Bezirkes sowie aller Anwesenden alles Gute, viel Erfolg, Kraft und Ausdauer bei der Erfüllung dieser neuen und großartigen Aufgabe. Ich kann nur eines sagen, Wolfgang: Wir sind stolz auf dich. Es ist zum Ansehen und nachher dann natürlich auch zum Anschneiden. Zum Verteilen. Thank you.
Der ist gern daheim bei seiner Frau. Nur da hält das nicht gern aus. Er muss in die große, weite Welt hinaus. Aber er glaubt, in Solbach hinterklein, da hört sich schon wieder auf. Dann kommt er auch nicht recht viel weiter hinaus. Mit dem Jagd und mit dem Gewehr, da birscht er gern im Wald umher. Blast fest hinein, aber macht selten einen Schuss, weil er mit der Munition auch schon ein bisschen sparen muss. Für die Feuerwehr hat sich dann sein Herz entschieden, hat sich in der Gartenstadt mit dem Zähschlacher rumgetrieben, hat auf der Bundesstraße die Schermbrücke gehört, wenn es wieder einmal einen mit dem Auto hat man leert. Er steht in der Zün oder auch einmal daneben, aber das kann es beim besten Zünfahrer geben. Dann hat er sich gedacht, das ist nicht alles, das kann es nicht sein. Ich schnaufe wieder mal in die hessischen Regionen hinein. Da kann man dann von Buchenau, naja, der hat es noch nicht ganz da. Ein Abschnittskommandant, der darf schon sein. Ja, mir war es recht, weil ich war dabei. Bei ernsten Gesprächen und auch bei ein paar Blödeleien, ein Glas Junker war ab und zu mit dem Verein, da habe ich es dann so richtig gecheckt, dass in dem Mann noch viel mehr drinnen steckt. Ich habe es gewusst und sage euch gern, aus dem kann man ganz was Großes werden. Und wie das Leben dann so spült, hat er sich um einen Landeskommandanten Stellvertreter sehr bemüht. Zwei Jahre das Geschäft in feinster Manier, da ging sogar der oberste Landeschef ins Knie. Und den ich meine, das ist nur einer, unser neuer Landeskommandant Dr. Wolfgang Kronsteiner. Und es folgt noch ein kurzes Musikstück der Musikkapelle Buchenau. Zu Ihnen, unser Landeskommandant Dr. Wolfgang Kronsteiner. Ein liebes, großes und herzliches Dankeschön für dieses, jetzt kann man nicht fest bezeichnen, das ist wieder und ein zweiter Empfang. Es hat mir die eigene Feuerwehr am Tag der Wahl bereits so herzlich empfangen und jetzt ihr alle, also all diese lieben Gesichter, die mich über Jahre hinweg bereits begleiten, für die ich in den letzten Jahren leider oftmals zu wenig Zeit gehabt habe, die mir aber immer wieder gefreut hat, wann die Gelegenheit möglich war, dass ihr heute alle gekommen seid, die Führungsspitze des Landesfeuerwehrverbandes, der mir den Weg bereitet hat, der Ehrenlandeskommandant. Meine Familie, meine Frau, mein Vater, mein Bruder, jetzt darf ich dazu was sagen, die Entscheidung, ob ich kandidieren soll oder nicht, war familienintern geknüpft an die Zusage, dass dieser Titel kostet. Darf ich vorstellen, meine Gattin, das ist des Landeskommandanten. Manfred, herzliches Dankeschön, Dankeschön an alle an der Bezirksverbandumgebung, stärkt mir den Rücken. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen, unterhaltsamen Abend. Viel Spaß, Freude mit der Feuerwehrprominenz des Landes Oberösterreich. Viel Freude und Spaß mit den eigenen Kameraden, Partnerinnen und Frauen. Angenehme Nacht. Ja, dann wirst du zuschauen. So, meine Lieben, der Feuerwehrhöflein und der